Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich wollte heute die Höhle forschen, aber erstmal sage ich nochmal kurz Bescheid. Von wegen, ich konnte mein Spiel nicht mehr starten, weil mein Ding zu alt war. Da musste ich jetzt eine neue Version runterladen und jetzt sieht das ein bisschen anders aus, weil. Oh weia, ich muss mal kurz stoppen. Jetzt nochmal schnell von vorne das Spiel laden und los geht's. Erstmal hier die ganze Kohle abbauen. Ich weiß jetzt nicht, was ich schon gesagt habe. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, ich habe ein neues Update runtergezogen, weil irgendwie konnte ich nicht mehr spielen. Und das ist jetzt das neue Update, was ich habe. Aber ich kriege da immer eine Nachricht, dass es schon wieder veraltet ist. Also, vielleicht ist es ja gar nicht neu, sondern alt. Oh, Eisen. Ich finde das auch ein bisschen doof, dass der immer hier rumspringt. So, da haben wir jetzt alles. Da ist nichts. Da oben geht's raus. Hier ist auch nichts. Ich habe noch ein paar Sticks, das ist gut. Ein bisschen Feuer habe ich noch. Ich wollte noch um den Turm bauen. Ach, dafür brauche ich Granit. Oh, was ist das? Ein Creeper. Oh. Komm, den ein. Hau mal kaputt. Na gut, oder er macht sich selber kaputt. Hi Fledermaus. Wie geht's dir, Batman? Dum, dum, dum. So. Also, ich wollte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Granit holen, weil ich meinen Turm weiter bauen möchte um.
Oh, hier geht's ja auch runter. Da oben ist ein Zombie. Hier ist Sand, hier ist Licht. Ich höre einen Zombie. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Das ist bei mir immer so. Richtig schön. Ich baue immer alles ab und dann vergesse ich, wo ich hingelaufen bin. Aber da oben ist eine Lampe, daher weiß ich, dass ich hier irgendwo in der Nähe bin. Ups. So, jetzt setzen wir erstmal den da rein. Machen hier drei Spitzhacken oder vier. Ein Steinschwert, weil das Holzschwert ist auch gleich Oppe. Also bei den anderen nervt mich das, der hüpft immer automatisch. Ob man das vielleicht auch ausschalten kann? Also ein Vorteil ist das, wenn du zum Beispiel jetzt einen Turm gebaut hast, der nur solche Klötze hat und keine Stufen, dann springt er da immer so automatisch hoch. Aber sonst würde ich sagen, es ist ganz schön nervig. Kohle, Kohle, Kohle. Willkommen im Ruhrgebiet. Ich finde das ja mal richtig interessant, hier solche Minen zu erforschen. Okay, ist ja keine Mine, aber solche Höhlen, weil was da immer alles so drin ist für Schätze. Sand. Ich glaube, da ist Wasser drunter.
brauchen wir hier ein bisschen Licht. Ich erkenne das hier sonst nicht. Also ich erkenne schon, aber ist schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Ich glaube, jetzt habe ich auch gleich genug Granit, oder? Da ist noch mehr Kohle. Was mache ich mit so viel Kohle? Ja schon fast im Kohleturm dann bauen. Ach, das ist auch cool. Ach, die habe ich doch gerade gefunden, die Kohle. Ich bin ja einer. Da ist ein Zombie. Da geht's raus. Da ist Licht. Fällt hier runter? Nein. Wofür sind eigentlich die Fledermäuse da? Keine Ressourcen, kann man nicht essen. Warum kann man die nicht essen? Schmecken doch bestimmt gut. Komm, Granit, Granit, Granit. Da ist noch was. Was ist da hinten? Ganz viel Eisen. Das will ich mir aber beim nächsten Mal holen. Habe ich denn jetzt eigentlich das ganze Granit hier abgesahnt, was ich wollte? Scheint so. Ging es da jetzt raus? Ach je, ich denke mal. Da nach rechts.
Ach, oder so. Hier ist ja wieder Granit. Ich denke mal beim nächsten Mal, ich mache jetzt hier noch das ganze Granit raus, beim nächsten Mal werde ich die Höhle weiter erforschen und die Wege so zubauen, dass ich mich auch nicht mehr verlaufen werde, weil ich denke, ich höre hier ein Schaf, dass ich schon sozusagen am Ausgang wieder bin, hoffe ich. Meine Axt ist auch gleich noch kaputt. Das ist jetzt, ja, da ist der Ausgang. Das machen. Das machen. Ach, das ist ja noch mal Granit. Da machen wir mal. Erstmal in die Höhe bauen. Wo war jetzt mein Haus? Da hinten ist Lava. Da ist die Lava. Dann war da das Haus. Meine Sichtweite ist weniger geworden. Kann man doch hier einstellen. Option. Sichtfeld. Ah. Nee. Aber ich glaube, ich
müsste das hier machen. Und da, da. Ah, jetzt geht die Kiste nicht mehr auf. So, dann bauen wir noch schnell hier mal zwölf. Licht nehmen wir wieder mit. Ich habe keine Tür mehr. Oder? Doch, da habe ich noch eine. Ich würde mal sagen, das ist das, was ich heute eigentlich nicht 100% machen wollte. Also 100% war ja eigentlich Turm bauen und die Höhle erforschen. Aber das wird doch ein bisschen länger dauern. Deswegen mache ich jetzt mal hier noch nicht ganz Schluss. Hier hole ich noch mal ein paar Sticks. Oh, jetzt habe ich so viel genommen. Egal, das muss reichen. Und Bruchstein brauche ich noch. Bisschen Essen habe ich noch. Ich kann noch schnell einen Ofen bauen. Das kann ich noch schnell bauen. Weil meinen habe ich da ja jetzt hingepflanzt. Und was kann ich noch gebrauchen? Erstmal glaube ich nichts. Für nächstes Mal habe ich jetzt noch ein paar Äxte. So, und noch eine. Na komm, noch eine. Habe ich jetzt alles? Ich denke schon. So. Ich würde mal sagen, bis hier rein. Ich habe den Apfel. So. Nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wo sind meine ganzen anderen Türmchen hin? Existieren die gar nicht mehr? Ich wollte gerade schon Feierabend sagen für heute, aber erstmal muss ich jetzt nochmal gucken nach meinen Türmchen. Es kann doch nicht sein, dass die einfach weg sind. Da ist der eine Turm. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann farbe ich nochmal schnell ein bisschen Essen ab. Vielleicht kann ich ja nochmal Brot machen.
Weil ein Schwerstarbeiter muss ja auch mal ab und zu was essen. Und vielleicht sehe ich noch einen Zombie hier. Ne. Wow, guck mal, wie das jetzt so aussieht. Scheiße. Ich glaube, nur einer ist fertig. Ich glaube, der muss noch. Meine Güte. Was habe ich da? Nichts mehr drin. Na. Ach, dann habe ich jetzt genug Äpfel. Nehme ich die mit. So. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zu dem Turm. Und ich werde sagen, ach, dass er den nicht gebaut habe, oder? Ist das meine? Oh, Zombies. Es gibt ja doch nochmal Action. Ihr seht, ich muss immer jetzt mein Schwert aufladen. Und ja, beim Schwert aufladen ist es halt. Ui, da ist so ein Zombie. Beim Schwert aufladen ist es halt ein bisschen doof. Wenn es nicht voll ist, dann zieht er nicht so viel Leben ab. Muss man ein bisschen mehr aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit spammt den Knopf, sondern auch seinen Schlag auflädt. Weil sonst bringt das nichts. So, ich bin jetzt bei meinem Turm. Beim nächsten Mal will ich nur die Höhle erforschen, weil den Turm habe ich ja jetzt schon gebaut. Ich stelle mich mal davor. Mensch, wie ich das hasse. Warum springt er immer? Wenn einer weiß, wie ich das vielleicht wegmachen kann, kann er mir aber auch gerne Bescheid sagen. Ansonsten Ruhe. Ansonsten will ich das erstmal so lassen oder meinen anderen Dingens nachschauen, wie ich das wegkriege. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß, auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Tschüss.